Denkmal gesetzt. Die Rose hat sich in Grünstädtel ein Sühnekreuz als Platz zum Wachsen gesucht. Der Stein steht auf dem Gottfried-Heinrich-Stölzel-Platz unterhalb der St. Annenkirche. Früher war er mal weiter unten im Ort an der Straße, die wir heute als B101 kennen. Um das Sühnekreuz zu schützen, wurde es 1993 an seinen jetzigen Standort gebracht und aufgestellt. Das Kreuz ist am Gottfried-Heinrich-Stölzel-Platz von einer Grünfläche umgeben. Sühnekreuze wurden im Mittelalter von Straftätern gesetzt. Das in Grünstädtel ist aus Granulit und 82 cm hoch. Auf der Vorderseite ist ein ursprünglich eingeritztes Schwert kaum noch zu erkennen.